Positive Signale aus den USA sorgen für einen freundlichen Wochenauftakt und das deutsche Aktienbarometer DAX kann nach verlustreichen Tagen wieder Boden gut machen. Und damit herzlich willkommen zum Thema der Woche. Wir schalten wie jeden Montag zu den Derivate-Experten der BNP Paribas nach Frankfurt und dürfen in dieser Woche Volker Meinl begrüßen. Ja, wer steckt denn hinter diesem positiven Start in die neue Handelswoche? Ja, grüß Sie, Frau Frey. Ja, freundlicher Wochenstart, das geht natürlich auf die FED zurück, auf Äußerungen von FED-Chef Powell. Aber das muss man ein klein bisschen sortieren. Denn auf der einen Seite, was ja erfreulich ist, dass er sagt, im Sommer, dann wird sich langsam, kommen wir wieder auf die Beine und es ist eine stetige Erholung der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Und auch die entscheidende Aussage, dass die FED in der Lage ist und vor allem gewillt ist, und das ist anders wie während der Weltwirtschaftskrise, hier zu stabilisieren, einzugreifen. Aber auf der anderen Seite, und das muss man auch sehen, ist die Krise laut Powell noch bis Ende 2021 zu spüren. Und wenn wir die Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt anschauen, so haben wir zwar nur einen Rückgang von knapp 5% im Q1, allerdings wird für Q2 dann, wo es die Corona-Einfluss greifen wird, mit einem Rückgang von 20-30% gerechnet, also schon eine enorme Zahl. Und wir haben jüngst die Arbeitslosenquote von knapp 15% gesehen. Die war auch im Februar noch mit 3,5% noch im Rahmen. Allerdings nähern wir uns da doch einer Zahl von, ja, das ist die Rekordzahl von 25%. Das hatte man während der Weltwirtschaftskrise gesehen. Also was am Arbeitsmarkt los ist, das verdeutlichen die Zahlen. Aber, und deshalb ist es heute Morgen beim deutschen Aktienindex, sind wir auch stark und klar im Positiven, ist die Bereitwilligkeit von der FED hier einzugreifen, den Markt zu stützen. Und deshalb geht es aufwärts. Die Feinunze Gold klettert munter nach oben, mittlerweile auf den höchsten Stand seit 2012 in US-Dollar. In Stuttgart sehen wir rege Umsätze in Euwax Gold und auch in Derivaten. Was steckt hinter dem Anstieg und wie agieren Ihre Anleger konkret? Ja, Sie sagen es, 1770 Dollar Gold hat ein Jahreshoch erreicht. Und jetzt blickt man natürlich gleich mal an ein All-Time-High. Und da muss man aber weiter zurückblicken, bis in den Juni 2011. Da hatten wir mit 1920 das bisherige Allzeithoch beim Gold. Apropos Allzeithoch, das haben wir in Euro mittlerweile erreicht. Also Gold in Euro gesehen ist auf dem Allzeithoch erfreulich. Und woher das kommt, ist relativ klar. Die Geldflut, von der wir eben gesprochen haben, die den Börsen hilft, die hilft natürlich in diesem Fall auch dem Goldpreis, denn man vermutet eben eine einhergehende Inflation und damit ist die Zukunft bleibt weiterhin unklar und Unklarheit ist eben auch für den Goldpreis positiv in dem Fall. Und die Charttechniker, wenn man sie fragt hier, dann ist es der Trend eindeutig. Und wer weiß, ob wir vielleicht in diesem Jahr noch ein Allzeithoch auch im Dollar gemessen bei Gold bekommen. Auch schwarzes Gold, der Ölpreis zieht weiter an. Wie agieren Ihre Anleger hier? Ja, das kann man wohl sagen. Also Öl ist weiter im regen Handel und man muss sagen, und das ist ja erfreulich, dass es eben auch nach oben geht, nachdem wir da vor ein paar Wochen nur von sinkenden Ölpreisen gesprochen haben. Mittlerweile haben wir einen deutlichen Zuwachs bei allen Kontrakten gemessen. Und was auch interessant ist, Sie müssen Öl ja immer in verschiedenen Kontrakten über die Monate hinweg sehen, dass der Unterschied zwischen dem Kontrakt jetzt, von dem Juni-Kontrakt zu September, nur noch $1 beträgt. Das heißt, jetzt der Preis steigt stärker als der in Zukunft. Diesen Fall hatten wir zuletzt nicht immer, muss man sagen. Und wir haben beim WTI immerhin jetzt über $30 beim Ölpreis. Und das ist ein Preis, den hatten wir zuletzt Mitte März 2020 gesehen. Allerdings, man muss sagen, die Risiken bleiben. Und der Ölpreis ist zum einen natürlich eine technische Erholung. Zum anderen hat es was mit den Förderkürzungen zu tun und einer steigenden aktuellen Nachfrage. Aber Öl bleibt weiter. Und Sie haben es anfangs erwähnt, eines der meistgehandelsten Produkte, Basiswerte von BNP Paribas Tradern. Also Gold, Öl
Und der DAX steht natürlich im Fokus. Welche Themen beschäftigen Ihre Anleger sonst noch? Ja, Sie haben es erwähnt, und wenn wir auf die Liste schauen, dann haben wir vorne ein ETC, ein 1:1-Investment auf den WTI, auf den WTI-Preis, in dem Fall auf den September-Kontrakt, eins der meist, also das meistgehandelte Produkt. Dann haben wir einen DAX Long, man setzt also auf weiter steigenden deutschen Aktienindex. Und wir haben Nummer 3, Wirecard. Sie haben die jüngsten Turbulenzen wieder mitbekommen. Diesmal gehen Anleger Long mit einem Unlimited Long und dafür mit 68,37 € ein Knockout, der doch ja relativ, sobald man das überhaupt im Wirecard-Fall sagen kann, weg ist vom aktuellen Aktienkurs der Wirecard von 80,50 €. Volker Meine, ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen und viele Grüße nach Frankfurt.